Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich habe mir gedacht, es wird Zeit wieder für ein kleines Update, wie es mir nach den Hüftimpingement-Operationen geht. Und natürlich ist noch eine Frage offen vom vorletzten Video. Habe ich jetzt einen Bandscheibenvorfall oder nicht? Ich fange mal Step by Step an. Also rechte Hüftimpingement-Operation ist jetzt gute 4 Monate her. Und die linke Hüftimpingement-Operation sind jetzt gute 2 Monate her. Ich bin heute selber erschrocken, wie lange das schon her ist. Und hätte nicht gerechnet, dass es so lang schon her ist, aber wenn man meine Fortschritte betrachtet, ist es schon ziemlich okay und dieser Zeitraum spricht dann für sich. Ich fange mal rechts an, also rechts funktioniert wieder fast alles tadellos, also da habe ich überhaupt keine Probleme und Einschränkungen. Die Narbe verblasst wirklich extrem gut, sie ist schon von dieses Knallrote ins Leichtrote und jetzt ins Weiße Verblassende übergegangen. Also sie braucht ungefähr noch ein halbes Jahr, würde ich sagen, bis sie komplett dann verblasst ist. Aber sehen wird man sie trotzdem nach wie vor. Die Narbe ist klein und beim Sitzen fällt sie eher mehr in die Falte. Und dadurch kann ich sie etwas mehr kaschieren beim Sitzen, sagen wir so, wenn ich ein Bikini oder Badeanzug trage. Und rechts habe ich wirklich kaum Probleme noch oder Einschränkungen. Ist aber vollkommen okay und ich bin ja auch fleißig beim Physiotherapeuten und lasse gewisse Stellen massieren, die nicht so wirklich nice sind und halt was wehtun, weil die Muskulatur noch etwas verkrampft ist rechts. Ist aber klar, weil sie das jetzt links ausgleichen musste und dadurch hat sich die Muskulatur bei mir rechts etwas mehr verkrampft und das muss man jetzt wieder lösen und das ist nicht wirklich angenehm, kann ich wirklich jedem sagen. Also verkrampfte Muskulatur wieder in den Normalzustand zu bringen, tut etwas weh. Aber es muss sein, damit sich eben die Muskulatur wieder lockert und man wirklich wieder geschmeidig gehen kann, ohne jetzt irgendwie eine Schonhaltung wieder einzunehmen. Und das möchte man tunlichst vermeiden, weil man alle die Operationen getan, um eben nicht mehr in diese Schonhaltung zu gehen und endlich wieder normale Aktivitäten zu machen zu können, die man früher nicht machen hat können. Also bei mir war das Problem, dass ich am Ende nicht mehr gehen, sitzen, stehen, liegen oder schlafen konnte. Das ging alles nicht mehr, also sogar nur in den Sessel hineinsetzen hat bei mir so höllische Schmerzen ausgerufen, dass ich nicht mal sitzen wollte. Und das Problem war, ich konnte auch nicht stehen, weil das Stehen alleine hat bei mir auch solche Schmerzen verursacht, dass ich nicht mehr stehen wollte. Und das gleiche Problem hatte ich auch beim Liegen und auch beim Schlafen. Also ich war wirklich in einem Teufelskreislauf gefangen, wo ich keine Bewegung mehr machen konnte, ohne Schmerzen zu haben. Und das war dann schon wirklich so, uff. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese Operation zu machen, damit ich wieder mehr Lebensfreiheit bekomme und ich wenigstens ein Lebensbedürfnis erfüllen kann vom Schlaf. Also ich war wirklich auch in der tiefsten Schlafphase, bin ich aufgewacht, weil ich Schmerzen hatte. Also ich hatte wirklich keinen durchgängigen Schlaf mehr, nichts mehr. Also ich war wirklich auch dann am Limit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war dann auch wirklich arg schon gereizt. Das hat dann mein Lebensgefährte dann erdulden müssen, meine Reizbarkeit, aber das ist jetzt alles so gut wie verflogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war jetzt mal rechts. Links habe ich dasselbe Problem, also da ist genauso die Muskulatur verkrampft und die muss wieder gelockert werden. Das ist noch vom rechten Hüftimpingement so, weil sie das ausgleichen musste und ich dann nicht drauf geachtet habe und daher hat sich die Muskulatur links auch verkrampft. Das heißt, beide Seiten der Muskulatur sind verkrampft. Das ist natürlich schön so. Nein. Also ich versuche jetzt mein Bestes und mein Physiotherapeut versucht auch das Beste wieder alles zu lockern und dann natürlich dementsprechend die Muskulatur wieder aufzubauen, weil eine verkrampfte Muskulatur, Muskeln aufzubauen, schmerzhaft und wirklich nicht zu empfehlen. Aber irgendwie muss ich die Muskeln wieder aufbauen, weil rechts und links habe ich zeitlich noch bei den seitlichen Muskeln noch ein Defizit, das muss ich definitiv noch ausgleichen, indem ich die Muskulatur jetzt seitlich stärke mit Übungen. Also ich habe es gemerkt, weil ich in die Hocke gegangen bin, runter ginge, nur hoch war sehr anstrengend, sodass ich halt wirklich knallrot im Gesicht geworden bin, weil ich hoch wollte und das halt auch ziemlich gezwickt in der Hüfte, was ich halt nicht wirklich nice fand, aber deswegen versuche ich jetzt in die Hocke nicht zu gehen, beziehungsweise erst dann, wenn ich wieder mal fürs Go vom Physiotherapeuten habe, dass die Muskulatur genug gestärkt ist, damit ich keine Schmerzen mehr habe, beziehungsweise ich probiere es immer wieder aus. Aber jetzt die nächsten Wochen habe ich jetzt nicht vor, jetzt in die Hocke zu gehen,
Also von dem her lasse ich mal diese Bewegung mal aus und stärke nur die seitliche Muskulatur und dann sollte das auch wieder alles okay sein. Links ist noch so, dass die Narbe etwas länger geworden ist wie rechts, aber sie zieht sich auch schön zusammen. Also sie wird zwar nicht so klein werden wie rechts, diese Hoffnung habe ich schon längst begraben. Und sie ist auch mehr außen, das heißt, wenn ich jetzt ein Bikini anziehe oder einen Badeanzug und mich hinsetze, sieht man die Narbe halt gleich. Also sie fällt etwas mehr nach außen und lässt sich halt nicht mehr in der Sitzfalte verbergen. Aber es ist auch okay so. Ich komme jetzt damit klar, ich habe damit gelernt, damit zu leben. Es ist mein Körper, es sind meine Narben. Ich trage die Narben, nicht die Narben tragen nicht mich. Jede Narbe erzählt eine Geschichte und das ist meine Geschichte, auch wenn sie nicht so spektakulär ist. Es ist mein Körper und es sind meine Geschichten, die ich damit erzählen kann, beziehungsweise mein Körper erzählt. Und wenn jeder fragt, warum habe ich die Narbe, kann ich Ihnen gerne erzählen, was da alles dahinter gesteckt ist. Aber ich bin damit fein, ich bin damit klargekommen. Aber das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen gekommen. Diesen Prozess habe ich erst lernen müssen und bin noch immer dabei. Ich bin noch immer dabei, mich selbst weiterzuentwickeln und mich immer mehr und mehr selbst zu lieben. Ist natürlich auch ein Prozess, weil nicht jeder kommt klar mit Narben, die man halt so stark sieht. Und deswegen ist dieser Prozess auch nicht zu unterschätzen. Das dauert bei manchen länger und bei manchen geht es halt schneller. Bei mir ist es jetzt so, wie es ist. Und ich bin mittlerweile fast fein damit, also von dem her Step by Step. Ja, und bei der linken Narbe ist es noch so, dass ich so einen kleinen Knoten noch habe. Der wird immer kleiner, der wird vom Physiotherapeuten schön fleißig massiert und von mir. Und auch so mit so einem metallischen Gegenstand, keine Ahnung, vielleicht kennt das jemand von der Physiotherapie schon und kann mir in den Kommentaren verraten, wie dieses Ding heißt. Das ist so ein metallenes Ding mit so einer Kugel oben drauf und da fährt man halt die Narbe ab und massiert die Narbe damit ein wenig, damit sie eben flach und glatt wird und damit man gewisse Unregelmäßigkeiten damit glätten kann, beziehungsweise meine kleine Kugel da unten an der Narbe. Das war mal vom Hüftimpeachment. Jetzt kommen wir zum Bandscheibenvorfall, zum vermutlichen Bandscheibenvorfall. Beim vorletzten Video habe ich euch gesagt, dass ich vielleicht eventuell einen Bandscheibenvorfall habe, weil ich die Symptome dafür habe. Also es strahlt in den linken Fuß aus, es tut weh bei gewisse Übungen und der Physiotherapeut war schon etwas vorsichtiger und wir haben versucht, das zu lockern und das hat dann nicht funktioniert und dann es wurden immer mehr und mehr die Schmerzen haben immer mehr und mehr ausgestrahlt, war ich beim Arzt, der Arzt hat dann mich untersucht und hat gesagt, okay, solange ein Kraftverlust da ist, muss man nicht akut handeln, das heißt, wir können das MRT abwarten und da habe ich den MRT schon einen Termin gehabt und habe auf den Befund warten müssen, auf den nächsten Arzttermin, damit ich das mit ihm abkläre. So, das war mal so eine kleine Zusammenfassung vom letzten Video. Ich war jetzt beim Arzt mit den Befunden und das Ganze und hat mich wieder untersucht und es ist zum Glück kein Bandscheibenvorfall. Es ist wie vermutet, also wie ich die blöde Vermutung geäußert habe, ich bin kein Arzt, das war nur ein Scherz halt von mir. Es ist auch nur ein blöder Nerv, der sich einfach eingeklemmt hat bzw. gemeint hat, er muss sich jetzt wichtig machen und dieser hat die gleichen Symptome gemacht wie ein Bandscheibenvorfall, aber es ist keiner, also es kommt von der seitlichen Muskulatur. Der hat irgendwie dabei, es war irgendwie ein Mischmasch aus allen, also von der Schonhaltung, von der unteren Rückenschmerzen bis hin zur verkrampften Muskulatur und ein Nerv, der sich irgendwie gemeint hat, er muss sich jetzt in dem Augenblick wichtig machen und mir ein bisschen einen kleinen Schrecken verabreichen. Es war wirklich nur das, es war eine saublöde Kombination aus allem, dass einfach ein Symptome ausgelöst hat, wie einen richtigen Bandscheibenvorfall und auch Schmerzen wie bei einem richtigen Bandscheibenvorfall. Das hat mir der Arzt gesagt, dass die Schmerzen und die Symptome genau gleich sind, nur hat einer einen Bandscheibenvorfall und beim anderen ist es ein Mischmasch aus vielen zusammenhängenden Dingen, die einfach verkrampft sind. Bei mir war jetzt die untere Rückenmuskulatur komplett verkrampft, der seitliche Muskel links komplett verkrampft und eben auch irgendwie hat sich der Nerv dazwischen geschoben.
irgendwie hat das alles zusammengespielt. Ich bin kein Arzt, ich kann das nur irgendwie Pi mal Daumen wiedergeben, wie es mir der Arzt sagt. Er hat jetzt dreimal infiltriert, um eben die verkrampfte Muskulatur etwas zu lockern. Und dann 3 Tage nach dem Arzttermin, glaube ich, habe ich mich gestreckt bzw. eine Drehstreckung gemacht, also so überkreuzte Streckung. Und auf einmal hat man einen riesengroßen Knacks gehört. Richtig so, richtig Knacks. Und dann habe ich so, ups, was war denn das jetzt? Weil so einen lauten Knacks habe ich noch nie gehört. Also richtig aus dem Rückenbereich, Hüftenbereich, hinteren Bereich kam dieser Knacks her. Und habe mir gedacht so, wo kommt das jetzt her? Und bin dann aufgestanden und habe ein paar Sachen gemacht und habe gemerkt so, das strahlt jetzt nicht mehr so aus in das Bein wie vermutet. Und dadurch hat sich das jetzt alles wieder gelockert. Natürlich ist die Muskulatur nach wie vor verkrampft. Das Infiltrieren hilft dir nur kurzweilig, um die Muskulatur zu lockern. Jetzt ist mal das Symptom weg, aber ich muss nach wie vor Übungen machen, um die Muskulatur zu stärken. Und beim Physiotherapeuten bin ich halt, damit er die verkrampfte Muskulatur wieder lockert, damit es eben nicht wieder eintreten kann. Aber es ist natürlich noch alles ein langer Prozess, denn es war einfach ein saudofer Mischmasch von allem. Von Krückengehen, von Schonhaltung, unteren Rückenschmerzen, die von der Schonhaltung ausgerufen worden sind, die verkrampfte Muskulatur links und rechts und natürlich ein bescheuerter Nerv, der sich gemeint hat, er muss sich jetzt in dem Augenblick wichtig machen. Also von dem her ist alles halb so wild. Ich habe zum Glück keinen. Meine Bandscheiben schauen super aus, laut der Auskunft vom Arzt. Also von dem her kann man nicht darum meckern, wie meine Wirbel und meine Bandscheiben ausschauen. Und das war es dann auch, also von dem her, ich bin happy, diese Nachricht zu haben und bin auch happy gewesen, dass ich in der Hinsicht etwas positiv geblieben bin und einfach nur blöde Scherze gemacht habe, so wie ich immer bin. Ja, es kann nicht schon wieder irgendwas sein. Einfach nur saublöde Mischmasch aus allen, also von dem her, ich bin happy darüber, dass es jetzt kein Bandscheibenvorfall ist, weil es i-Tüpfelchen oder beziehungsweise die Kirsche auf der Sahne oben drauf gewesen. Jetzt seid ihr alle im Bilde. Das war jetzt ein kleines Update von mir, also mir geht es wirklich gut. Zum aktuellen Stand der Dinge, also ich kann wirklich nicht meckern und ich bin froh, dass mir jetzt momentan so gut geht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, ich beantworte euch gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und einen Kommentar und ein Abonnement. Dann sehen wir uns die Tage wieder.